Schönen guten Tag, meine Damen und Herren. Herzlich willkommen zu einem neuen Video der Firma JP Performance GmbH. Wir sitzen hier in Dortmund, in der Kölner Straße, in Gebäude Nummer 1. Ja? Und wir haben hier sitzen den wunderschönen, trinkenden Kolja. Daddy of the Year, jetzt schon. Daddy of the Year. Was? So sieht der Kolja das. Egal. Also, wir sind heute im Was ich mag, was ich nicht mag Video vom Toyota Supra. Ich denke, ein Video, was für relativ viele sehr interessant sein wird. Movo und ich haben uns auch gerade echt viel Gedanken gemacht, wie wir das Ganze angehen. Deswegen haben wir uns das diesmal aufgeschrieben, weil die Punkte sind zu... ist echt schwierig, ja. Weil ein Auto, was auf in manchen Parteien nicht so gemocht wird, in manchen Parteien sehr gemocht wird und ein Auto, was man vorab schon sagen kann, sehr viel Unrecht gesagt wird aufgrund der Energie des Internets, weil sehr viele halbstarke Leute, die so ein Auto sich gar nicht kaufen wollen, gar kein Interesse haben, aber mit sehr viel Vehemenz ihre Meinung breittreten, die es den anderen Leuten dann meiner Meinung nach gefühlt extra schlecht machen wollen. Weil zum Beispiel dieser typische Spruch, ein BMW, der ist auch irgendwann durcherzählt. In dem Moment, wo der Person das schreibt, weiß ich, wer schreibt, was für ein Charakter da sitzt. So, wir steigen mal ein. Wem ist der R8 hier? Ist das ein Kundenauto? Hä? Ist das ein Kundenauto hier, der R8? Das ist ein Kundenauto, ja. Aber den, der bauen wir bald erst um. Okay. Das ist ein Kundenauto. Egal. Ich würde sagen, bevor wir wirklich richtig losfahren, machen wir eben ein, zwei Punkte drin sitzend. Erster Punkt beim Toyota Supra. Ist alles, wie gesagt, nur meine Meinung. Ne? Also ist jetzt nichts. Der Grund, warum ich das jetzt sage mit meiner Meinung, ist, weil wenn ich was sage, ist so krass, wie viele Leute sich dann extrem aufregen und meine Meinung so wichtig sehen. Meine Meinung ist total unwichtig. Sie ist genauso wichtig wie deine Meinung. Es ist genau gleich. Mir hören halt mehr Leute nur zu, aber das bedeutet ja nicht, dass ich meine Meinung nicht mehr sagen darf. Ne? Das kommt dazu. Also, erster negativer Punkt ist ganz klar das Lenkrad. Ich finde, dass das Lenkrad aus mehreren Gründen nicht so schön ist. Einmal, Punkt 1, Materialanmutung ist gerade noch so okay für ein Gran Turismo dieser Qualitätsstufe. Dann ist es ganz klar der Durchmesser. Das Lenkrad ist zu dünn. Ne? Das ist so, es ist wirklich, wirklich so dünn. Ne? Oben ist es sehr, 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 sehr wenig. Und der letzte Punkt ist ganz klar der Airbag. Das Design allgemein. Ja, genau. Also der Airbag-Pralltopf ist so groß wie damals 964 Lenkrad. Ne? Das ist ja wirklich ein riesengroßes Airbag-Feld. Jetzt wird es doch warm hier drin. Ne? Langsam kommt der Sommer. Er kommt. Mal eben die Klimaanlage an. So, das ist Punkt Nummer 1, den ich wirklich nicht so schön finde. Punkt Nummer 2 ist, wie das Auto aussieht, serienmäßig. Das ist ganz eigenartig, wenn man das ist eins der wenigen Autos, aber so wie der damalige Supra, ganz genauso. Wenn das Auto Serie da steht, mit der Fahrhöhe und den originalen Felgen, sagst du, nee, irgendwie zu kurz. Ne? Also gar nicht gegen Leute, die das Auto serienmäßig fahren. Ist ja immer eine Geschmacksfrage, aber für diesen Tuner-Boy ist er zu kurz und zu hoch. Du machst Serienfelgen und Fahrwerk rein. Leute, ich meine es so ernst, ich fasse noch nie in meinem Leben anderes Auto. Ja, stimmt. Sofort denkst du, wo kommt denn der Meta-Auto auf einmal her? Das ist sofort länger und wirkt halt viel, viel präsenter und viel dominanter. Sehr, sehr, sehr gelungen dann. Aber Serie finde ich ihn etwas zu hoch. Ist das eigentlich auch jetzt auch ein positiver Punkt zwischendurch? Nein. Dass er so geil aussieht, wenn man... Also das kommt Fahrrad gleich. Okay. Ich gehe wirklich extra die Liste diesmal durch. Ja, das ist so mein Empfinden. Ich finde, dass das Fahrwerk in manchen Fahrsituationen, jetzt über die Dauer, wo man so im Alltag fährt, manchmal etwas zu überfordert wirkt. In manchen Situationen finde ich es ein bisschen... Es ist immer noch okay. Nichts Gefährliches, nichts da. Aber ich finde es in manchen Situationen einfach so ein Tick zu nicht mein Geschmack. Weil es verlangt auch eine sehr besondere Hinterhand, weil wir sitzen ja fast auf der Hinterachse. Ja. Hier ist ja gefühlt schon das Hinterrad da. Aber das Vorderrad ist ganz weit da vorne. Das heißt, du sitzt wie in so einem Bettmobil, ne? Mhm. Ganz hinten und du hast ganz weit vorne hast du dann die vorderen Räder, die du lenkst. Dafür ist das Gefühl in der Beschleunigung für mich etwas nicht ganz so mega geil. Das ist der nächste Punkt. Nächster, wir fahren mal langsam los, ne, bevor wir uns hier Kopf und Kragen reden. Nächster negativer Punkt ist das Tachodesign. So viele Leute haben mich gefragt, Jean-Pierre, was ist denn das Feld da rechts? Das da, was ist denn da? Das siehst du nur, wenn du das Navi angemacht hast. Wenn das Navi in Funktion ist, zeigt er dir in diesem Feld, zeigt dir dann da und da die Kreuzung an oder den Kreisverkehr an und die Distanzen an. Aber du hast immer das Gefühl, welchen Mode muss ich denn drücken, dass die Multifunktionsanzeige mal geht? Nee, da kommt dann nichts. Und das Tacho-Design ist nicht genug Toyota und ist auch nicht genug Supra für mich. Das ist so ein Zwischending zwischen einem BMW und
was anderem. Aber das, also für mich ist es nicht genug Toyota. Ich hätte mir da gewünscht, einen etwas retro-mäßigeren Tacho vom Design, wie der damalige Super, weil das Auto ist ja von außen auch angelehnt an den damaligen Super. Das fände ich, hätte ich ein bisschen schicker gefunden im Vergleich zu dem Design, wie es jetzt da so ist. Ist auch schade, dass die ganze Fläche da so ungenutzt ist. Ne? Ja, es wirkt so. Also, da ist ja ein Display hinter, da könnte man ja was machen, aber irgendwie. Genau, es wirkt so, als ob da irgendwas fehlt. Als ob du einen Knopf nicht gefunden hast. Ne? Also, ja. Vielleicht haben wir das hier. Vielleicht haben wir einen Knopf nicht gefunden. Jetzt kommen wir zu was, das haben wir noch nie im Nicht-Mark-Video gemacht. Und zwar zu einem Punkt, dass wir einen Punkt verschmelzen lassen. Und das geht gleich auf beide Konten. Also, ein weiterer Minuspunkt ist das Getriebe. Aber nur für denjenigen, der heizen will und der einfach ein Doppelkupplungsgetriebe will und braucht und dementsprechend die Schaltgeschwindigkeit und diese Energie braucht. Im gleichen Moment, jetzt springen wir auf die Positivliste, ja, ist es aber auch für diesen Moment wie jetzt das entspannteste, schmuserigste, chilligste Gran Turismo-Getriebe, was du kriegen kannst. Reisen und Langfahren ist das geilste Getriebe, was man kaufen kann. Und der Grund, warum der Movo das jetzt so sagt, ist, weil das Getriebe wurde wo gebaut? Im Saarland. Man hat es leicht rausgehört. Darauf ja, wollte ich aber nicht hinaus. Nee. Aber ist doch so, oder? Nee, also, ist wirklich so. Die Hersteller nutzen das ja alle. So Audi A8, die großen Reiselimousinen haben das alle, weil das ist super entspannt, super geil. Aber klar, zum sportlich Schnellfahren ist natürlich ein Doppelkupplungsgetriebe geil. Genau, wir gehen jetzt mal in den Sportmodus. Und manuell, und ich will jetzt runterschalten. Oh, das geht jetzt. Ja, für einen Wandler ist es eigentlich. Ist echt fix. Ja. Aber hochschalten. Es geht. Ja. Es geht wirklich. Aber es ist halt einfach kein Doppelkupplungsgetriebe. Aber anderer Vorteil ist auch wieder, das zählt sich als Vorteilpunkt, ist aber auch, dass so ein Wandlergetriebe oder so ein Getriebe wie hier relativ viel Drehung mit abkann. Ja. Das heißt, die Tunbarkeit, was ja ein positiver Punkt ist, das ist jetzt ein positiver Punkt, ist die Tunbarkeit eines Supras. Was diesem Auto machbar ist, ist ganz klar ein positiver Punkt. Weil stellt euch mal vor, wir hätten einen Supra bekommen und da würde nichts gehen. Dann würden alle durchdrehen. Weil dann hätte die Marke Toyota diesen Namen ja verspielt. Aber nein, Leute, glaubt mir, dieser Supra ist tunbarer als der 2JZ und als der alte Supra. Warum sage ich das? Wir sind gerade im Anfangsstadium. Wenn wir zurückgehen, 1993, ein 2JZ MK4 Supra. Am Anfang, da gab es da Luftfilter und einen Auspuff. So, nee, wir sind aber jetzt bei diesem Auto in Jahr Nummer 1 und wir haben schon die ersten 800-900 PS Böcke um die Ecke fahren. Also, chillen. Wirklich chillen. Es ist so viel Potenzial in diesem Motor. Wirklich, ohne Ende. Und wenn manche Motoren hochgehen, dann ist das perfekt, weil diese Jungs für alle anderen testen, wohin geht die Reise. Das ist nicht, weil dieser Tuner doof ist, sondern das ist, weil der Tuner guckt, wo ist denn das Ende? Nur so geht's. Das ist das Prinzip. Ja. Man kann sich in den Computer eintippen und dann hoffen, dass man dann die richtige Zahl rauskommt. Das wird nicht funktionieren. Nächster positiver Punkt ist, ähnlich wie gerade, wir haben wieder einen Super. Und das finde ich so dumm, dass die Leute dann so extrem darauf abgehen und sagen, ja, aber ist BMW. Ja, aber so werden die Zeiten in Zukunft noch viel mehr werden. Es gab auch viele andere aus der Vergangenheit, die waren schon Verschmelzung. Die ganze Zeit, aber da sagt keiner was. Warum? Weil es einfach in die Marketinggeschichte nicht so reingeflossen ist. Das ist passiert die ganze Zeit schon. Aston Martin, das sind Mercedes-Motoren. Ja. Ist trotzdem Aston Martin, richtig? Aber da wir in dieser Toyota Supra-Welt einfach, jetzt bin ich ein bisschen frech, in der Welt der Großmäuler gelandet sind, macht es Sinn rumzuschreien. Ich finde, nächster guter Punkt, ich finde die Verbindung von BMW und Toyota perfekt. Warum? Ich will es begründen. Hör ich es an, stelle ich die Technologien vor. Toyota Volkswagen, nerd. Toyota Mercedes, nerd. Ne? Mercedes, Toyota Porsche, wie? Toyota und, wen gibt's noch? BMW. Und das finde ich halt perfekt, weil diese Kombination passt genau. Rein Sechszylinder, heckangetriebene Autos, sportlich orientiert, let's fucking go for it. Ne? Und das ist eine Kombination, die finde ich einfach gut. Und deswegen bin ich auch sehr dankbar, dass die beiden sich gefunden haben. Dann noch ein positiver Punkt ist ganz klar das Thema Optik, wenn tief. Man muss sich mal wirklich vor Augen halten, dieses Auto, wenn man das da so stehen sieht, denkt man sich, ja, ein bisschen klein. Der Wagen fährt hier ohne ein Futzelschleifen 10x20 auf der Vorderachse. Das ist echt krass. Wir fahren 10x20 auf diesem Auto vorne und wir fahren 10x20 hinten, was ich bei heckangetriebenen Autos sehr mag. Diese Ausgewogenheit in der Radgröße, weil du kannst den so ganz gut pushen. Du kannst hier wirklich knacken lassen mit dem Ding. Den man noch machen muss, ne? Du hast jetzt nur Fahrwerk drin, Felgen und ein bisschen Bodykit und sieht schon direkt viel, viel geiler aus. Ja, genau. Ja, der Unterschied ist massiv. Ja, das ist echt krass. Eigentlich, wenn du jetzt einen Super daneben stellst, einen serienmäßigen,
schwer zu glauben, dass es dieselben Autos sind. Ja. Wenn man denkt, ah, das ist die große Version, das ist die kleine Version. Nee, es sind genau die gleichen Autos. Ja. Und ich bin auch sehr, sehr geil drauf, weil ich glaube, dass der 2-Liter-Super, der jetzt kommt, mindestens genauso geil sein wird, weil er deutlich, deutlich leichter ist. Der Motor hat auf jeden Fall Krawall in der Bude und die Gewichtsverteilung ist auch nochmal geiler. Also ich glaube, dass der 2-Liter nicht nachsteht. Vielleicht werden wir ihn ja öfter bei uns sehen. Vielleicht. Vielleicht. Werden wir mal schauen. Guck. Dann. Die nächsten beiden Punkte sind mit V. Und zwar einmal, der Verbrauch ist auch wirklich extrem. Es ist heutzutage halt ein wichtiger Punkt. Ne? Viele sagen, ja, das will ich überhaupt nicht verbrauchen. Wenn ich Sportwagen fahre, fahre ich Sportwagen. Ja, stimmt. Aber du bist auch der gewesen, stimmt, der sich einen McLaren 720S jeden Tag kauft, richtig? Ach, nee, bist du nicht. So. Also, wenn ein Sportwagen viel Potenzial hat und er nicht viel verbraucht, ist das gut. Ja. Dann ist das gut. So, du fährst so ein Ding easy entspannt mit 7,5 Liter. Ja. Du fährst keinen 2JZ super easy mit 7,5 Liter. Ja? Ich will es nicht immer den Vergleich ziehen, weil da sind halt ganz viele Jahre an Technologie zwischen. Das verstehe ich auch. Aber dass du halt in der Lage bist, so sparsam zu fahren und dass der Wagen trotzdem Autobahn, einmal Tacho, ja, 109, ready? Für den Preis, ne? Ach ja, noch was. Noch ein großer Vorteil ist der Preis. Das Auto kostet knapp unter 1000 Euro weniger als das Pendant vom BMW, aber der ist voll. Und der BMW ist nah da voll. Da kommt dann noch Geld dazu. Das heißt, Auto ist auch günstiger. Und ich sage euch ganz ehrlich, die Hater werden sagen, natürlich ist jetzt viel, viel geiler. Ganz ehrlich, ich liebe BMW. Aber in diesem Fall muss man ganz klar sagen, nee. Oder? Nee, ich würde auch nicht lange überlegen. Natürlich nicht! Nee, auf keinen Fall. Also wenn es den Super nicht geben würde, ja, okay, der neue Z4. Aber wenn du weißt, das entsteht aus demselben Autos ungefähr, ja, dann hat Toyota das Rennen in dem Fall auf jeden Fall gewonnen. Ja. Für mich sind die beiden Autos ganz klar, ist der Super da das formschönere, elegantere, schickere Auto, ja, als der Z4. Ja. Letzter Punkt. Frecher Punkt. Aber positiver Punkt. Es ist der bestverarbeitete Toyota, den ich je gesehen habe. Ja, wir wissen, warum er der bestverarbeitete Toyota ist, weil es ja eigentlich ganz viel BMW drin steckt. Eigentlich aber auch nicht BMW, sondern auch ganz viel Magna. Weil der Wagen wird in Österreich gebaut. Ganz genau, da wo die G-Klasse auch gebaut wird. Und das spürt man im Auto auch an. Nichts gegen Toyota, aber das ist ein verdammt, verdammt geiles Auto. Ja. Ja? Ja. Und ich versuche mal Partei zu ergreifen für sowas. Es tut mir so leid, weil ich bin mir sicher, dass durch die Hater-Kommentare mit Sicherheit niedrig angesetzt 5% der Menschen keinen Super gekauft haben. Die weil sich nicht. Gewollt, ja. Exakt, die eigentlich einen wollten, weil sie sich nicht getraut haben, gegen diese ganzen Kommentare. Oh nee, komm, ich spare mir das, ich hole mir jetzt doch einfach einen Golf. Ne? Oder sowas. Ja. Aber das ist echt traurig und auch echt ein Fehler. So, das wollte ich nochmal abschließend dazu sagen. So, Movo. Und jetzt hast du noch was. Ja. Ich trinke jetzt was. Was soll ich sagen? Ja, ich finde das Auto super geil. Eins der besten Sachen, die Toyota so in der letzten Zeit auf die Beine gestellt hat. Natürlich zusammen mit BMW in dem Fall, aber. Neben dem Jahres. Ja, der ist ja noch nicht da. Der kommt ja noch. Stimmt. Der kommt ja noch. Und eigentlich so eine Alternative oder so eine Lücke im Markt, die ganze Zeit irgendwie gefehlt hat, die jetzt so da ist. Das finde ich echt cool. Allgemein erfüllt Toyota diese Lücke. Ja. Ja, das stimmt. Weil der Yaris ja auch ein Auto ist, was in 2020, sowas kommt der nicht mehr um die Ecke. Nee, viele Hersteller teasen sowas an, ja, mit Prototypen und dann sagen, ja, aus Budgetgründen müssten wir das Projekt doch canceln. Mach ich so. Das hätte ich, direkt nach der ersten Sekunde sagen können, dass die Karre sowieso nicht kommt, weil irgendein Marketingtyp wieder keinen Mut hatte, diese Karre durchzusetzen. Es gibt zwei Marken für mich, die Autos wild bauen. Im Moment. Drei. Das ist schwer zu sagen, wo dann Wildheit beginnt. Aber ganz klar, Porsche baut, worauf sie Bock haben. Man merkt es nicht, weil sie es immer machen. Ist ja so. Ja. Aber du bringst ein GT3 raus. Der tut's ja. Ja. Und sagst du, nee, weißt du, wir brauchen einen GT3 S. Warum? Weil der Bernd war auf der Strecke und hat gemerkt, wenn er das so und so umbaut, ist das Ding nochmal eine Sekunde schneller. Ja geil, machen wir ein neues Modell raus.
So. Ne, und da merkt man es einfach nicht. Aber Toyota ist ja ein Hersteller, der eigentlich Limousinen baut und sowas. Und wir hatten damals mal diesen MK4 Super und noch einen MK3 und so, ne? Und auch andere Supermodelle. Lass uns das doch wieder machen. Wir machen die so ein bisschen wilder. Und damit das auch vernünftig schnell gebaut werden kann von der Entwicklungszeit, machen wir es mit BMW zusammen. Cooler Deal. Okay, und dann zeigen sie aber trotzdem beim Yaris, wir können auch voll in die Fresse. Ja. Weil ich glaube, das haben wir nicht ganz verstanden. Ein Yaris ist echt eine Krawallbüchse. Total. Echt krass. Welcher Hersteller hat sowas schon mal gemacht? Seit 2000. Ja, mir fällt keiner ein. Ein QS? Ja, diese alten QS, aber diese V6-Dinger, die waren halt noch so wilde Dinger. Exakt, das waren auch. Das gibt es ja mittlerweile auch nicht mehr. Nee, genau. Aber das ist schon ernst. Ja. So. Und ja, ich will noch mal ein echtes Motorwochenfazit. Was soll ich dazu sagen? Wo ist das Motorwochenfazit? Motorwoche oder du? Ja, ich habe das Auto ja noch nicht den Fittichen gehabt, richtig. Nein? Nee. Du sagst aber offen auf dem Beifahrersitz. Ja, das stimmt. Dann geht mit dem Beifahrersitz. Nee, also ich finde halt, dass es wirklich die perfekte Mischung ist für die Leute, denen so ein normaler Hatchback, Golf GTI und so weiter ein bisschen zu wenig ist. Aber dann die Stufe drüber, die ist M4 C63 gedöns, halt einfach zu viel. Und der Supra ist halt genau dazwischen irgendwo. Und wenn man halt sowas sucht, ist das das perfekte Auto. Gerade jetzt mit der Qualität im Innenraum, die Toyota jetzt dank der Kooperation mit BMW hier ja, hinbekommen hat. Und natürlich auch wegen dem Motor und dem Design und der Philosophie einfach, dass man Supra fahren kann, was halt alles zusammen super geil ist. Also deswegen, sehr gut. Deswegen liebe ich dich, Momo. Das war ein echt tolles Fazit. Danke sehr. Geil. Ja. Tschüss.